News. Hallo, der Daniel hat zum Glück Zeit gefunden, an diesen wunderschönen Ort zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo ich hier sitze, ob ihr das kennt. Daniel kann ja einmal kurz rausschwenken, wo wir hier sind. Ja, an meinem Homespot, der Bikepark OE. Es sieht so aus, Big News ist, ich habe mich mit den Betreibern des Parks und auch überhaupt so hier mit der Situation, mit meiner persönlichen, ich werde da auch was gleich zu erklären, mich dann doch dazu, weil ich kriege unglaublich viele Anfragen von euch, also ihr seid quasi mitschuld, dass es das jetzt wieder gibt. Eine Besonderheit, nämlich es gibt Bikepark OE Spezialkurse von Free and Ride. Dafür habe ich extra einen Fragebogen entwickelt. Diese Kurse sind sehr speziell. Da werden wir ein extra Video zu machen, was die Voraussetzungen sind, um zu diesem Kurs zu kommen, wofür dieser Kurs da ist und warum, wieso, weshalb, machen wir ein extra Video zu. Jetzt erstmal nur die Big News, dass es wieder Kurse in Olpe gibt. Aber sorry Leute, nicht für Einsteiger, echt nur für Fortgeschrittene und auch nur für Leute, die den Park kennen. Aber wie gesagt, zu den genauen Sachen machen wir noch ein extra Video. Heute sind wir eigentlich dafür da, euch ein paar News zu geben, was im Park noch alles so gemacht wird. Ein paar Sachen werden wir auch fahren gleich, die sind schon fahrbar. Was noch alles gemacht wird, was anders ist, was wir auch umbauen, auch für euch. Weil ich habe unter anderem auch mit den Parkbetreibern darüber geredet, dass wir diesen Park nicht zu sehr noch weiter spezifizieren, sondern dass wir hier einen Park machen, dass alle einfach einen geilen Tag und Spaß haben. Wir brauchen keine Mega-Skills mehr hier hinbauen, weil die fahren dann 5% der User nur. Wir müssen aber gucken, dass die 90% der User mit einem Lächeln nach Hause fahren und nicht mit Tatütata. Das ist halt der Plan. Kommen gleich ein paar Neuerungen, die interessant sind und auch gut sind und die euch, glaube ich, hoffentlich interessieren werden. Wie gesagt, jetzt erstmal die Big News, dass ich doch wieder Kurse in Olpe gebe. Es wird erstmal eine Testphase sein und es wird auch nur 4 Kurse im Monat geben. Also wenn diese Termine online gehen, gehen die auch nicht so wie jetzt die Termine für den Flow Trail schon das ganze Jahr online, sondern immer erst 2 Wochen vorher. Weil ich das so ein bisschen auch von meinem Gesundheitszustand abhängig machen muss. Das wollte ich jetzt erklären, warum ich halt nur einmal in der Woche einen Kurs gebe. Ich habe sehr starke Gelenkschmerzen überall. Ich weiß nicht, ob es eine beginnende Arthritis, Arthrose ist, keine Ahnung, will ich auch gar nicht wissen. Aber ich muss halt ein bisschen auf mich achten, damit ich überhaupt noch privat selber so Fahrrad fahren kann. Und deswegen muss ich meine Kurse in Olpe stark zurückfahren. Deswegen ist der Kurs auch dann nur noch 2 Stunden lang. Aber wir legen sofort los und es gibt ja keine Basics in dem Kurs. Es ist wirklich was für Fortgeschrittene. Wir haken eure To-Do-Liste im Park ab in dem Kurs. Das wird mega. Gleich zeigen wir euch noch die Neuerungen im Park und dann kommt demnächst das Video, das kommt dann auch auf meine Homepage. Was muss ich denn für Voraussetzungen erfüllen, um hier einen Kurs zu machen? Für wen ist dieser Kurs überhaupt? Das werde ich dann in diesem Video erklären. Wer damit, weil alle, die einsteigen, sind nach wie vor besser bedient mit dem Kurs am Flow Trail. Tun immer viele falsch verstehen. Da ist auch ein 5 Meter Table, da ist auch ein Drop, den man 1,5-2 Meter runterspringen kann. Also nicht, dass ihr denkt, da ist nur Titicaca am Flow Trail. Da kann man auch alles machen. Ich glaube, Daniel kann das auch bestätigen. Werde ich ihn mal zu fragen dann im nächsten Videos. Aber ich denke, der sieht das genauso. Im März kommt auch ein Preview-Video, was wir machen werden vom Flow Trail. Ja, das war's erstmal mit den Big News. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Sachen, die hier im Park gemacht werden. Yes! Hi Leute! Die erste Änderung ist, tada, es gibt jetzt einen richtigen schicken Way, also einen richtig gemachten Weg, das haben die super gemacht. Ich nehme mal an, wo die Pfosten sind, da kommen noch Bretter zwischen. Es gibt kein, ich fahre mal eben am Rasenrennen-Gap vorbei und mache dann da die ganzen Steine auf dem Weg, das ist alles Geschichte. Entweder fährst du diesen schicken Way, der wirklich ein schicken Way ist, oder das Gap. Absprung vom Gap ist neu, wir werden gleich auch noch zeigen, dass der Start von der Rasenrennen neu ist und ich glaube, der wird alle, die ein bisschen fahren können, mega begeistern. Ja, und gleich noch zu einer anderen wichtigen Neuerung, dafür gehen wir jetzt runter zur Drop-Batterie. So, nächste Änderung ist, die Glory 7 sind Geschichte. Im Moment ist es ein Sixpack und es wird Best of 8. Also es sieht so aus, der ganz kleine Drop links ist weg. Wir gehen mal eben hin, was geplant ist. Genau geplant ist, weiß ich auch noch nicht. Aber geplant ist, hier links neben die Wiese
bekommt zwei Drops zum Üben, keine Ahnung, halber Meter und Meter oder sowas. Und dann einfach nur geradeaus, ohne eine Strecke zu fahren, mit Auslaufzone, dass man ganz in Ruhe die Drop-Technik üben kann. Weil rein technisch, ob man einen Meter Drop fahren kann oder einen 3 Meter Drop, das ist ja dann das Gleiche. Aber zum Üben haben wir halt bis jetzt das Problem gehabt, dass hier sofort diese krasse Kurve kam und dass wir die 6-mal im Jahr reparieren müssen, weil Einsteiger einfach Schiss vor dieser Kurve hatten, weil man hier ziemlich schnell geworden ist. Und deswegen haben wir den Drop weg. Und dann kommen jetzt hier noch 2 neue Drops hin. Das wird noch gebaut. Das ist eine Neuerung, die ist in Planung, die ist noch nicht gemacht. Dann noch eine Sache, die in Planung ist, das macht hoffentlich der Nachwuchs. Und zwar da unten die etwas, nennen wir mal, stiefmütterlich behandelte Line, unten die Downhill, die wird richtig fett wahrscheinlich umgebaggert. Da sollen irgendwie, keine Ahnung, so wie ein Greenhill 10 Meter Doubles oder irgendwas ist da geplant. Genau weiß ich es auch nicht, aber seht ja, wir haben wirklich, es wird viel hier gemacht. Und ja, wir gehen ja gleich auch hoch zum Start, auch da ist ja einiges neu. Und ja, es wird immer wieder gebuddelt, es geht immer wieder weiter. Unterstützt einfach diesen kleinen Bikepark, in dem ihr ab und zu mal zu Lüftes ankommt. Und jetzt gehen wir gleich zur besten Neuerung, die es hier gibt, nämlich den Start vom Rasenrennen. Ja, hier eine der besten Neuerungen meiner Meinung nach. Wir werden euch auch gleich noch die Neuerung am Start kurz zeigen. Aber hier sind wir bei Rasenrennen beim Start. Und zwar ist jetzt hier eine richtige Anliegerkurve. Ich stelle mich mal hier rein. Die ist locker einen halben, dreiviertel Meter tiefer gebaggert worden. Und jetzt ist am Ende von der Kurve quasi so eine Art, ja, Double, ne? Mini-Double. Kann man auch nach wie vor immer noch wegdrücken und rollen, aber er springt sich wie von alleine. Dann haben wir noch eine geile Neuerung. Hier haben wir jetzt halt eine Alternativline. Da kann man dann da unten rechts in so eine Art Muschel fahren und dann hoch in die andere Kurve reinspringen. Total funny das Ding. Oder man fährt halt klassisch weiter hier geradeaus und dann in die Kurve rein. Auch die Kurve da hinten neu gebaggert. Ganz viel Baggerarbeiten hier. Danke an alle, die hier gebaggert haben. Mega Job gemacht. Familie Stimm und an den TV Olpe, dass sie dieses Projekt möglich gemacht haben. Nach wie vor, ich liebe den Bikepark OE, auch wenn das viele missverstanden haben bei den letzten News, die wir gemacht haben. Es stand nie außer Frage, dass das hier nicht mehr mein Homespot ist, weil für mich ist halt das Bikepark OE, ich wohne 10 Kilometer davon weg, mehr Sprünge auf weniger Raum, mehr Spaß auf weniger Raum habe ich bis jetzt nicht gefunden. Also bei mir hier in der Gegend, ich wohne ja nicht neben Nattbasch. in diesem Sinne, ich hoffe, ihr testet den Park auch aus und werdet die Neuerung auch so cool finden wie ich. Und vielleicht rollen wir mal zusammen hier runter. Ciao, euer Thomas ohne Haar.